Genau, ja, ja, meine Frau hat mir schon erzählt. So, hallo. Das ist mir aufzugrößern. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Ja, schön, dass das heute wieder so schaffen. Ja, freut mich vor allem trotz der Umstände jetzt. Finde ich das ja, toll, dass wir Zeit bekommen. So. Liebe Frau Ministerin Schaaf, liebe Brauereidirektoren, sehr geehrte Wiesenwirte, verehrte Honoration, liebe Frau Schmidt, liebe Lotte, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute hierher gekommen sind zu unserem 10-jährigen Jubiläum unseres Bier- und Oktoberfestmuseums. Das ist heute für uns alle ein großer Tag. Aber besonders denken wir heute an den Ferdinand, dessen ganzer Stolz dieses Museums war. Ferdinand Schmidt, mein verehrter Vorgänger, der Herr Direktor der Augustiner Brauerei, dessen ureigenste Idee dieses Museum war. Und ich bin sicher, dass er jetzt oben wohlwollend auf uns herunterblickt, mit einer frisch gezapften Maß Edelstoff in der Hand und sich freut. Und genauso ist es mir eine große Freude, dass hier immer wieder Leute aus der Hektik des Alltags ausbrechen können und eine Oase der Ruhe finden. Hier scheint die Zeit irgendwie stehen geblieben. Vielleicht ist es das alte Gemäuer, das diese Geschichte atmet. Vielleicht ist es die Gemütlichkeit der Räume. Vielleicht ist es eine Kombination aus beiden, gepaart mit unserem köstlichen Augustinerbier. Jedenfalls freue ich mich und bin ich glücklich, dass die Leute sich hier bei uns so wohlfühlen. Zu der Geschichte des Hauses, es wurde vor vielen Jahren erbaut. Ich denke, dass es ganz, entschuldigen Sie, ich bin zu gerührt, wenn ich an den Ferdinand denke. Und ich freue mich, dass seine Schwester, die Lotte, eben gekommen ist. Ich denke, dass es in der heutigen Zeit, wo so schlimme Dinge passieren rundherum und uns vieles bewegt, wir auch glücklich sein müssen, dass wir hier Traditionen, eine Heimat wurzeln und haben und das feiern können. Ich denke, dass es ganz, ganz etwas Besonderes ist, dass wir dieses Haus haben, das ein Symbol dafür ist und uns eine Heimat gibt. Ich möchte jetzt noch kurz auf den Malwettbewerb hinweisen, der unten stattfindet. Vielleicht wären Sie so nett, an Ihre Stimme abzugeben. Herr Marquardt hat sich ganz rührend um die Kinder gekümmert. Und wir werden einen Sieger ermitteln. Und bevor ich jetzt an den Herrn Stiftl übergebe, möchte ich Ihnen allen einen wunderschönen, gemütlichen Abend wünschen. Eine friedliche Wiesn, und ich glaube, dass München sich wieder präsentieren kann. Nicht nur als Weltmeister Bayern im Fußball, in der Automobilindustrie, in der Technik, sondern auch mit seinem großen Herzen als Weltmeister der völkerverbindenden Geselligkeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Wiesn. Die kleinen Wiesenwirten, wir haben uns auch kundig gemacht, dass Sie gern Eliseidl-Pralinen essen. Und ich möchte als kleine Aufmerksamkeit mitbringen für die Einladung heute. Danke. Dankeschön. Vielmals. Danke, das ist so nett. Und jetzt haben wir natürlich kleine Wiesenwirte auch für Sie ein kleines Geschenk dabei. Weil wir sind natürlich die kleinen Wiesenwirte und haben einen kleinen Krug entwerfen lassen. Es ist ja so, dass wir alle zwei Jahren einen kleinen Wiesenwirt einen Krug entwerfen lassen. Und dieser Krug ist entworfen worden von den Herrn Moritz Breitenhuber, dem 23-Jährigen aus Stamberg. Wir haben die kleinen Wiesenwirte Fassaden haben wir zeichnen lassen oder malen lassen. Herr Breitenhuber hat auch den offiziellen Krug für die Stadt München entworfen. Und hier sind 20 verschiedene kleine Wiesenwirte-Fassaden drauf. Und ich denke, mit den bunten Konturen, Sie werden vielleicht ein oder das andere Zelt kennen. Und den möchte ich Ihnen gerne überreichen. Und natürlich haben wir heuer extra Regenschirm machen lassen. Das war natürlich der Grund erzählt. Wir wollen natürlich Sie auch nicht im Regen stehen lassen, die kleinen Wiesenwirte. Und jetzt brauche ich den Blumenstrauß noch, weil wir natürlich wissen, dass Sie heute später nach Hause kommen und Ihre Freude, die Frau wird sich bestimmt freuen, wenn Sie noch einen Blumenstrauß bekommen. Das ist nett. Bravo. Bravo.
Dann, liebe Ministerin, Frau Ulrike Schaaf, für Sie haben wir natürlich auch einen Krug mitgebracht. Und wir wissen natürlich, dass Sie vor großen Herausforderungen stehen, gerade Hochwasserfreilegung. Und wir wissen auch, dass bestimmt irgendwann wieder Hochwasser kommt. Und dann haben wir gesagt, Sie kriegen auch einen Regenschirm, und dürfen wir dann nicht im Lassen stehen lassen. Ich dachte, der Staub. Dankeschön. Liebe Frau Demeter, Sie haben natürlich mit Ihrem Charme, aber natürlich auch mit Ihrer Energie das einfach nur aufgenommen, was Ihnen unser alter Freund mit auf den Weg gegeben hat, die Traditionen zu bewahren. Und wir sind ja schon öfters zusammen gewesen in dem Bereich in München. Und ich muss sagen, ohne der Haberland-Stiftung würde es in München viel, viel armer ausschauen und nicht so schön, wie diese Stadt heute ist. Herzlichen Dank. Wir Schausteller und Marktkaufleute, wir sind die Kleineren von der ganzen Wiese. Wir sind zwar die Mehreren, aber die Kleineren, also die Armen. Ne? Und jetzt möchten wir Ihnen einen kleinen Blumenstrauß überreichen. Als unser Dankeschön. Als unser Dankeschön auf die nächsten, wenn ich anschließen darf an den Ferdinand, an die nächsten 60 Jahre unserer Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Und diese große Ehrenkarte ist wahrscheinlich die ökologischste Fahrt auf der Wiesn, nämlich eine Ehrenkarte im Velodrom auf der alten Wiesn mit einem alten Radl. Da geht das ganz geschwind auf. Aber selbstverständlich, gnädige Frau, haben wir auch noch eine kleine Ehrenkarte dazu, dass wir das beides abdecken. Dies also fürs Büro und dies fürs Foto. Vielen Dank. Werte Frau Demeter, liebe Frau Scharf, lieber Herr Herrmann, liebe Wiesnwirtinnen, liebe Wiesnwirte, Marktkaufleute, Schausteller, liebe Gäste, jetzt bin ich fast auch sprachlos, liebe Frau Demeter. Also unsere Wiesnwirte, unsere Schausteller, unglaublich. Also wenn noch einmal einer jammert, dass irgendwas auf der Wiesn nicht gescheit läuft, was die an Geschenken verteilen. Toll, ja. Das ist doch Wahnsinn. Also sollte noch mal irgendwas über den Bierpreis diskutiert werden oder über Sonstiges, da glaube ich, brauchen wir nicht mehr ansetzen. Drum hat mir das jetzt ganz gut Spaß gemacht, dass ihr schon so reich beschenkt worden seid. Bierkrüge können wir leider als Münchner Brauer nicht verschenken, weil die brauchen wir draußen auf der Wiesn. Logischerweise, die müssen in die Zeit da jetzt schon sein. Aber ich möchte mich natürlich auch und als allererstes, wenn ihr richtig zugehört habt, im Namen aller ganz, ganz herzlich bei Ihnen für diese schöne Einladung bedanken, liebe Frau Demeter. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute Abend auch wieder mit dabei sein kann. Ich bedanke mich schon, damit ich es nicht hinterher vergesse, für die freundlichen Geschenke und Gaben, die ich da gerade erhalten habe. Also in der Tat, man lernt den Unterschied zwischen den kleinen und den großen Wiesnwirten jetzt anhand der Krüge nochmal deutlich kennen. Aber ich habe mir gerade überlegt, also ich glaube, einen Krug dieser Größenordnung habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen, da war ich 5 Jahre alt. Aber bevor man in Versuchung kommt, dann wieder von Größenordnungen, wie viel man trinken darf, à la Bigstein zu reden, ist es, da ist es unstreitig, dass man zwei Krüge davon trinken darf. Ja. Nein, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch für das Lob an die bayerische Polizei, das wiederholt ausgesprochen worden ist. Ja, ich glaube, da wird wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet. Das war beim G7-Gipfel so, monatelange intensive Vorbereitung und dann vor allen Dingen aber auch ein konsequentes Umsetzen des Sicherheitskonzeptes. Sagen wir mal, ja, natürlich hier in München an dem Donnerstag, da haben 35.000 Menschen friedlich demonstriert, das war überhaupt kein Problem und ich habe im Vorfeld immer gesagt, wer friedlich demonstriert will, der ist willkommen bei uns und das ist überhaupt keine Frage.
Aber wenn jemand im Schilde führt, eigentlich was ganz anderes vorzuhaben, Krawall zu veranstalten und dergleichen, dann gehört es in Bayern seit jeher zu unserem Konzept, dem bestmöglich entgegenzuwirken und dies im Rahmen des Möglichen von vornherein zu verhindern. Es ist auch nicht durch das Grundgesetz geschützt. Im Grundgesetz steht, dass man friedlich und ohne Waffen sich versammeln darf. Friedlich und ohne Waffen. Nur das ist geschützt als Versammlungsfreiheit im Grundgesetz. Und so nehmen wir das auch ernst. Und das wurde dann auch draußen in Garmisch und in Elmau umgesetzt. Und ich glaube, das ist genau das, was der Normalbürger in unserem Land auch von einem funktionierenden Rechtsstaat erwartet. Die Meinungsfreiheit wird geschützt, aber wenn einer Gewalt und Krawall machen will, dann haben wir eine gut ausgebildete, gut ausgestattete Polizei, die versucht, dem bestmöglich rechtzeitig entgegenzutreten. Wir haben, seitdem sind wir eigentlich so eng in Kontakt, 2009 die großen Herausforderungen gehabt mit diesen echten oder vermeintlichen Terrordrohungen, auch gegen die Wiesen. Damals haben wir letztendlich über Nacht ein Sicherheitskonzept neu entwickelt, weiterentwickelt für die Wiesen. Und wir haben es so gemacht, dass nicht die Wiesen als solche in Frage gestellt wurden und dass wir gleichzeitig auch den Besuchern ein bestmögliches Sicherheitsgefühl vermittelt haben und keine Angst haben mussten. Das ist gelungen und Gott sei Dank, das können wir nicht allein garantieren, aber Gott sei Dank ist auch in der Tat nichts passiert. Damals bin ich mit vielen von Ihnen in engeren Kontakt gekommen und ich bin wirklich sehr gerne insofern auch bei allem, ohne irgendeinem unserer Wiesenschandis zu nahe treten zu wollen, gerne da auch mit in der höchsten Verantwortung für die Sicherheit. Das ist genauso wie der G7-Gipfel, das Oktoberfest eigentlich jedes Jahr ein Ereignis von ja, letztendlich internationaler Bedeutung mit internationaler Aufmerksamkeit. Daher rührt auch die Gefährdung, weil sie deswegen natürlich auch immer für ein paar Idioten interessant sein könnte. Aber insgesamt ein großartiges Fest, ein Fest, das die Weltstadt mit Herz und die Gastfreundlichkeit Münchens natürlich hervorragend präsentiert. Das ist ihr Werk, das Werk der Schausteller, der großen und der kleinen Wirte. Die Menschen fühlen sich wohl, die kommen gern daher. Ein wunderbares Bier, das die Brauereien hier entsprechend anbieten, da fühlen sich die Menschen wohl. Das prägt ja auch mit ein Stück das Bild Münchens weltweit, zusammen mit unserem großartigen Fußballverein und vielen anderen Dingen, die gut laufen in dieser Stadt und in diesem Land. Und ich denke, da können wir gemeinsam drauf stolz sein. Stolz nicht in einem überheblichen Sinn, sondern in dem Sinn, dass die Menschen, die hier zu Hause sind, hier wohlfühlen, dass wir freuen, wenn wir Gäste haben und dass man hier einfach wirtschaftlich erfolgreich ist und dass man, weil man erfolgreich ist, dies dann auch ab und zu ordentlich feiern kann und sich dann auch gut gehen lassen darf. Das gehört zur bayerischen Lebensart und die wird am Oktoberfest, denke ich, auch hervorragend praktiziert. Dass wir im Moment auch mit den Flüchtlingen eine große Herausforderung haben, ist klar. Auch da bewährt sich die Polizei und unsere Rettungsorganisation wieder hervorragend. Gleichzeitig eine wunderbare Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung heraus. Aber ich betone ausdrücklich heute auch, und da bin ich mir einig mit unserem Ministerpräsidenten und auch mit dem Oberbürgermeister, mit dem ich auch darüber gesprochen habe, es ist eine Ausnahmeaktion. Es muss auch eine Ausnahmeaktion bleiben. Wir sind uns einig, das würde weder diese Stadt noch unser Land insgesamt vertragen, dieses zum Dauerzustand zu machen. Das muss man letztendlich auch mit aller Bedachtsamkeit und ohne irgendeinen großen Trara, aber letztendlich auch mit aller Konsequenz so sagen. Wir wollen den Menschen, die jetzt hier sind, natürlich bestmöglich helfen, aber wir müssen auch deutlich machen, dass das keine beliebige Einladung an alle, die weltweit unterwegs sind, sein kann. Das würden wir nicht verkraften. Da denke ich, ist es wichtig, dass man schon auch insofern die übertragenen sind, die Grenzen richtig aufzeigt. Aber trotzdem ist den Menschen, die jetzt wieder mithelfen, ein herzliches Dank geschuldet. Und es werden letztendlich zum Teil die gleichen sein, die auch wieder, ob Polizei, ob Feuerwehr, ob Rettungsdienste, auch auf der Wiesn wieder unterwegs sein werden. Ich möchte diesen Dank, der ausgesprochen worden ist, ich trage dafür insgesamt ein Stück politische Verantwortung. Aber die Arbeit geleistet wird von all den
Kolleginnen und Kollegen, Kameradinnen und Kameraden aus all diesen Organisationen. Diesen Dank möchte ich ein paar sind heute stellvertretend da, wirklich weitergeben. Es ist großartig, was Polizei, was Rettungsdienste letztendlich Tag und Nacht in unserem Land, aber speziell auch bei solchen Herausforderungen leisten. Ein herzliches Dankeschön an alle in diesen Organisationen. Vielen Dank. Ja, und schließlich möchte ich mich ganz herzlich, eins muss ich noch dazu sagen. Ich freue mich, lieber Steinfart, Sie haben gesagt, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. In diesem Jahr kommen jetzt mal die Erlanger Bergwirte und die Erlanger Schausteller zum Besuch auf die Wiesen. Und weil ich Ihnen da meinen Gutschein vielleicht auch noch fürs Riesenrad weitergeben darf und den Ausblick, das wäre vielleicht nicht schnell, da müssen wir noch reden, Herr Radlinger. Ja. Und nächstes Jahr lade ich dann alle wieder auf die Erlanger Bergkirche bei. Als kleine Abwechslung, als Bescheidung. Ja, und zu guter Letzt auch meinerseits ein herzliches Dankeschön, liebe Frau Dimitra. Wir feiern 10 Jahre dieses Museums. In der Tat, Ferdinand Schmidt hat da etwas Großartiges geschaffen. Und wir spüren alle, wie das zu einer echten Institution inzwischen hier in der Münchner Altstadt geworden ist. Und dass Sie diese Tradition jetzt fortführen und auf die wunderbare Idee gekommen sind, uns alle heute Abend einzuladen, ist großartig. Ist ja nicht selbstverständlich. Da gibt es ja manchmal, wenn so Wechsel stattfinden, gibt es ja auch manche Brüche in Traditionen. Sie führen das fort. Sie haben uns alle heute wieder eingeladen. Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank für Ihr Engagement. Und Ihnen auch ganz persönlich weiterhin alles, alles Gute und viel Erfolg. Wieder da, die Zeit rast gerade so dahin. Wenn man auf der Wiesn draus war, dann denkst du, Mensch, wir haben ja gerade abgebaut, jetzt haben wir schon wieder aufgebaut und jetzt geht es schon fast wieder los. Man scharrt schon in den Hufen, die Hemden sind schon hergerichtet, die Westen sind schon ausgelüftet und in wenigen Tagen weiß es wieder angezapft ist. Für uns alle miteinander ist das eine besondere Zeit. Sie haben das wunderbar so gesagt. Die ganze Welt kommt zueinander, die Gemütlichkeit trifft sich in München. Auch in dieser Zeit, lieber Innenminister, natürlich auch, wenn man allein um den Hauptbahnhof rumschaut, eine schwere Phase. Es kommen unheimlich viele Menschen mit großem Leid und viel Not bei uns in München an und die müssen alle versorgt werden. Und auch das wird eine großartige Herausforderung werden, speziell jetzt zur Wiesn, denn der Hauptbahnhof ist natürlich auch ein Metropol und ich mache mir da aber keine Sorgen, dass ihr das in absoluter Perfektion alles lösen werdet und dass wir einfach eine schöne Wiesn haben werden. Und darum schließe ich jetzt meine Worte, denn gesagt ist eigentlich schon genug von allen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem herrlichen Bier- und Oktoberfestmuseum, da sind wir stolz drauf. Von uns allen miteinander wünsche ich einfach nur eines. Eine wunderschöne, erfolgreiche, aber vor allem friedliche Wiesn 2015. Und dann war es wieder. Herzlichen Dank.